Für mich war klar, ich werde Maler. Und da haben die meine Eltern immer wieder gesagt, schlag dir diese Dummheiten aus dem Kopf. Ich habe mich auf dem oben, ganz oben unterm Dach und dann auf dem Boden verkrochen und habe dort mir eine Ecke eingerichtet und habe dort gezeichnet. Und öfters sind meine Eltern darauf gekommen, haben auch manches dabei vernichtet, so aus Ärger. Mir ging es vor allen Dingen darum, Ereignisse, die in der Welt geschahen, irgendwie festzuhalten. Das habe ich gemacht.